Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mit Frank Salzgeber. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Nachmittag aus dem schönen Riad. Genau, du sagst es, wir sind jetzt in Riad angekommen. Das ist der erste Podcast hier in Riad vor Ort. Und ich möchte mit dir heute mal darüber sprechen, wie es ist, als Expat in Saudi-Arabien zu arbeiten. Aber natürlich auch deine Story, deine Journey, bevor du hier hergekommen bist, weil du hast Beachtliches geleistet, auch mit der European Space Agency. Wir sitzen jetzt hier gerade in der Saudi-Arabischen Space Agency hier in Riad. Von daher würde ich gerne das Wort einfach mal an dich übergeben. Am besten beschreibe mal deine Karriere in 3 bis 4 Kapitel und gib jedem Kapitel so eine kleine Überschrift. Wunderbar, super Frage, lebe ich. Ich habe mal für Apple gearbeitet und das wird gleich ein Kapitel sein. Und Steve Jobs hat in seiner Stanford Speech, ich glaube 2015 war das, ganz gut gesagt, dass deine Punkte deiner Karriere sich nur verbinden, wenn du zurückschaust, nie wenn du nach vorne schaust. Und viele Sachen machen heute Sinn, die vielleicht damals nicht so Sinn gemacht hätten oder auch nicht planbar gewesen wären. Mein Vater hat im Königreich schon gearbeitet für, und sag mal, das ist die Jugend, würde ich sagen, die bevor die Sturm- und Drangphase kam. Mein Vater hat in einem Projekt gearbeitet für die Royal Commission of Yambo. Es gibt zwei, das war ein riesen, das Megaprojekt in den 70er, 80er Jahren im Königreich. Viele haben da nicht dran geglaubt und haben gezweifelt. Es wurden zwei neue Städte gebaut aus dem Nichts der Wüste, Yambol und Jubail, und eine Pipeline, um das die zwei Küsten zu verbinden. Und man muss sagen, die Breite des Landes, wenn man das Königreich Saudi-Arabien nimmt, sind ungefähr 1400, 1500 Kilometer, je nachdem, wo man da anmisst. In Saudi hat man gesagt, Frank, das war unser Apollo-Moment, weil das Budget, was investiert wurde, ich habe es noch nicht nachgerechnet, war genauso hoch wie Apollo, Mercury und Gemini zusammen. Die zwei Städte sind heute noch Maß aller Dinge Richtung Baukunst. Und so hat es mich als Jugendlicher, ich bin 69 geboren, 83 das erste Mal ins Königreich verschlagen. Mein Dad hat mir einen Brief geschrieben, 9 Seiten, ich habe den leider nicht mehr, hätte ihn gerne aufgehoben, mir zu erklären, ein Land zu sehen aus einer anderen Perspektive. Das ist nicht Schweiz, Italien, Österreich oder Frankreich als Nachbar, sondern versuche es mit neuen Augen zu sehen, mit neugierigen, offenen Augen und ein offenes Herz, weil das einfach eine ganz andere Kultur ist. Und ich glaube, da habe ich da die Liebe gefunden, auch zum Königreich und zu der Kultur. Dort habe ich tauchen gelernt, 83, im Roten Meer. Das ist genau das Gegenteil vom Hurghada. Es gab ein paar verrückte Expats und ein paar Saudis. Und beim ersten Tauchgang habe ich halt Schildkröten, Mantas, alles gesehen. Und mir wäre fast der Regulator aus dem Mund gefallen. Und das hat mich schon geprägt, weil mein Vater hat mir und mein Bruder das Königreich gezeigt. Wir sind viel gereist. Riad war ich 86 das erste Mal. Wahnsinn. Und man hat dann auch so einen Drang, vielleicht auch Leute zu treffen in seiner Karriere, die auch vielleicht nicht eine ganz gerade Karriere haben, sondern andere Kulturen. Und das hat mich sehr offen gemacht für andere Kulturen. Also das ist so meine Kindheit. Wir haben vorher über DJs gesprochen. Ich habe mal 2 Jahre im Radiosender gearbeitet, weil ich musste Geld verdienen. Mein Vater hat mich immer sehr kurz gehalten. Wenn du mehr willst, dann musst du es selber machen. Ich habe dann meinen Abschluss gemacht, wollte studieren, aber in der Zeit gab es noch Militärdienst. Und 18 Monate war im Gespräch, 15 waren, und dann habe ich gesagt, okay, dann unterschreibst du halt für 2 Jahre und für eine Spezialverwendung. Und so habe ich in meiner Militärzeit von den 2 Jahren 1 Jahr in Washington DC verbracht, als Head of Security, 21-Jähriger, $3000 zum Ausgeben gehabt, Spezialausweis vom Pentagon. Keine Hypothek, keine Versicherung, nichts. Also, ja. Timo, du lachst jetzt, genauso war das auch. Das war so, als junger Mensch denkst du ja nicht an das Morgen. Ich glaube, das war meine mit die unbeschwertetste Zeit. Also, das ist vielleicht das erste Kapitel. Das zweite Kapitel geht so ineinander über. Ich kam zurück und habe kein Geld gehabt. Und mein Vater, wie gesagt, hat gesagt, ich unterstütze dich, aber du musst deinen eigenen Weg gehen. Habe dann angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren in München, weil ich eben kein Elektrotechniker werden wollte, aber auch kein BWLer. Also ich war, in Amerika heißt es schön, undefined, die Unentschlossenen. Also ich wollte am besten alles von beiden haben. Ja. Und das war ganz gut.
und die Geldsorgen als Student, jeder, der jetzt zuhört, wird sich da rückenwinden. Wir haben es irgendwie geschafft und überlebt. War aber schwierig, also habe ich dann im Service angefangen, Kiefer-Party-Service, aber dann merkt man schnell, jeder hat Spaß und du bist auf der falschen Seite der Bar. Du lernst extrem viel über Menschen im Service. Also jedenfalls, ich habe es gelernt, wie geht man mit Menschen um, wenn man die Art der Offenheit und auf die Leute zugeht, was sich ändert über dem einen. Aber das war jetzt nicht so mein Ding, weil ich sagte, ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Party gemacht, ja, weil ich musste ja arbeiten, die anderen haben Spaß gehabt. Hat man ein Praktikum in der Tschechei gemacht, 93, super spannend, weil die Tschechei damals, Tschechoslowakei noch, hat sich gerade eröffnet, fast keiner hat Englisch gesprochen, keiner, ein paar vielleicht Deutsch. Und dann, mein Vater hat, so sage ich es immer, damals war ich echt sauer, hat unsere Familienfirma, sagen wir mal, in die falsche Richtung geführt und dann war das Geld nochmal schwieriger. Heute würde ich sagen, das war sein Erbe, nicht mein Erbe. Es hat mich nur härter gemacht und so habe ich angefangen, als Student bei einer kleinen Computerfirma anzufangen, als Hilfswissenschaftler, Hiwi heißt so schön, als Aushilfe. Und die Firma war Apple Computer. Das war Apple dann 93, 94, glaube ich, wo ich angefangen habe. Und das war so der krasse Gegensatz zu diesem etwas steifen Hochschulsystem, was wir dann doch in Deutschland haben oder in Zentraleuropa, zu dieser flachen amerikanischen Struktur. Und dann habe ich geholfen, Handbücher zu machen. Die ersten Power Books hießen die damals. Und ich erinnere mich noch, da war der Produktmanager krank und der Chef der Produktentwicklung gesagt, Frank, du fliegst jetzt zu Grunow und Jahr nach Hamburg und stellst diesen Laptop vor. Ich sage, da gibt es aber nur drei in ganz Europa und der kostet 10.000 Mark. Ich sage, ja Frank, du kannst gut reden, kennst das Produkt und wir vertrauen dir. Und dann bist du ein 23-jähriger Student, fliegst Business Class, hast diesen ersten Farblaptop mit 10 Zoll Display auf deinem Schoß und du spielst Pinball und du fühlst dich wie der König der Welt. Also dieses junge Herausragen, dieses Motivieren, wenn sich der Zentraleuropa-Chef oder Europachef an deinem Tisch sitzt in der Kantine und sagt, Jungs, darf ich mich zu euch setzen? Dieses Herausfordern und nicht zu schauen, ob du jetzt einen Titel hast, Doktor bist, was du studiert hast, sondern wirklich zu schauen, kann der das, will der das, will sie das? Und dann die Chance geben. Und das ist eine sehr amerikanische Prägung, die ich bei Apple erzielt habe. So, das war meine Apple-Zeit. Ich habe da Freunde kennengelernt, den Raymond und Stefan Kober, den Klaus Weimann, der die Cancom gegründet hat, später Börsengang gemacht hat, mein Investor auch war in meiner Startups. Ich habe dann 2000 Apple verlassen, weil mein Freund Klaus Weimann gesagt hat, Mensch Frank, ich brauche jemanden, der die sich das um das Thema Electronic Software Distribution kümmert. So, das ist, sage ich mal, das ist so die Zwischenzeit bevor meiner Raumfahrtkarriere. Und ich habe extrem viel bei Apple gelernt, durfte erleben und Steve treffen. Ich durfte relativ viel dort als Student und dann später habe ich natürlich angefangen, direkt einen Tag nach meinem Abschluss dort zu arbeiten. Und typisch natürlich amerikanisch Trainee-Vertrag auf der Visitenkarte Account Manager. Und da hat das dann bis 2000 gemacht, bis ich Sales Manager war. Und dann irgendwann musst du mal aufhören, dort zu arbeiten, wo du deine Karriere als Student angefangen hast. Es gibt immer so einen Bruch. Und dann, wie gesagt, Klaus Weimann hat mich dann geholt und wir haben uns eine kleine Firma, am Anfang waren wir zwei Leute und das Thema war Electronic Software Distribution 2000. Heute ist das für die Hörer relativ trivial und einfach. Damals war es nicht, weil die Leute immer noch gesagt, wir brauchen eine Diskette. Ja? Und CD kam gerade da so. Ja? Wir haben gesagt, nein, die Zukunft wird definitiv so sein, dass Software übers Internet verteilt wird. Wenn man aus der IT damals kam, waren wir vielleicht gut ausgestattet, aber nicht das Gros der Bevölkerung. Und ich erinnere mich, dass wir einen Shop hatten, wo die Developer den Photoshop-Plugin hochgeladen haben. Wir haben den online verkauft und die Kreditkarte des Developers positiv gecharged, weil PayPal gab es noch nicht. Haben mehrere Firmen zusammengekauft, waren 350 Leute im Peak und dann haben Geld verdient, waren Cashflows positiv. Und dann ist der neue Markt weggebrochen und meine Börsenzulassung konnte ich nicht utilisieren. Aber ich habe so viel gelernt in den 3 Jahren. Wenn man
man lernt nur die Sachen, wenn man sich die Hände dreckig macht und auch wenn man Fehler macht und wenn man einfach einen Gesellschafterbeschluss hat, der nicht ordentlich ist, dann sagt der Notar, dann musst du ihn halt nochmal machen. Nächstes Mal machst du ihn dann schon besser. Also durch die Fehler, heißt es ja auch im Militär, und die verlorenen Schlachten wirst du ein guter Offizier. Und das war so Eiltempo. 2003, und jetzt kommt meine Raumfahrtkarriere, so ist das, ich hoffe nicht das letzte Kapitel, aber das jetzige Kapitel. Ich habe mir dann überlegt, was machen wir? Wir haben meine Firma auf die Cancom verschmolzen, die heute noch am MDAX ist, sehr erfolgreich. Der Klaus Weimann hat sich zurückgezogen, der hat eine neue Firma gegründet mit den Stefan und Raymond Coburn und anderen, die Prime Pulse, die komischerweise auch in Raumfahrt investieren. So haben wir uns auch wieder getroffen. Also, ich meine, der Kreis schließt sich immer. Das kann ich jedem sagen, vor allem den jungen Zuhörerinnen. Ja, rein aus dem Leben ziehen. Man kommt immer wieder zurück. Also sauberes Geschäft machen, geradlinig sein. In jungen Jahren versteht man das nicht. Ich habe Zwillinge, Lukas und Johannes, die sind 17. Die hören zwar auf den Papa manchmal, aber ich glaube nicht, dass sie es noch so verinnerlicht haben. Und als letzte Aktion habe ich natürlich dann diese Firma in der Kapitalo und neuen Markt verschmolzen. Und dann habe ich gesagt, willst du da weitermachen oder hörst dich um? Und dann habe ich einen Dreiseiter eines Headhunters bekommen, dass die Europäische Raumfahrtagentur einen Head of Commercial Development of Human Spaceflight and Exploration sucht. Und dann dachte ich mir, Mensch, du hast für Apple gearbeitet, Steve kam gerade zurück, du hast super Karriere gemacht, toll. Aber Astronauten, das ist richtig cool. Und als Kind habe ich davon geträumt. Also mein Held war ein Lego-Astronaut, 3 Zentimeter groß, Star Wars. Ich habe so Sachen gezeichnet. Mein Freund hat mir das später, wo ich dann älter war und geheiratet habe, noch gezeigt, was wir damals zusammen gezeichnet haben. Das heißt, letztendlich habe ich da ein bisschen Skills auf Passion getroffen. So ist es, ja. Du musst, und das ist, wo ich immer sage, wo ist unsere Neugier? Wo ist unsere kindliche Neugier? Die Schule, gerade die Schule treibt das aus, die Universität versucht es vielleicht noch ein bisschen zurückzubringen. Und das haben wir alles vergessen. Und manchmal muss man das Kind in einem selber entdecken, wiederentdecken. Dann hast du auch viel, viel mehr Spaß und Freude bei deiner Arbeit und bei deiner täglichen Arbeit. Dann ist es keine Last, dann ist es keine Arbeit, sondern dann wird dein Hobby und deine Passion wird Wirklichkeit. Und dann habe ich mit dem ganzen Astronautenkorps zusammengearbeitet. War super spannend. Thema war die internationale Raumstation kommerziell zu vermarkten. NASA war dagegen, heute macht es NASA. Also mein Problem war immer, nicht immer, aber oft, Timing ist, glaube ich, im Wirtschaftsleben extrem wichtig. Das war bei meiner eigenen Firma so, wo ich Shares hatte. Es war bei Apple so. Apple war manchmal viel zu früh. Die erste Digitalkamera, die Apple rausgebracht hat, dieser Webshop, den wir hatten. Danach ist erst Electronic Software Distribution losgegangen, die bemannte Raumfahrt kommerzialisieren. Manchmal ist die Zeit einfach noch nicht reif. Und dann bin ich zur ESA gewechselt. Und ich glaube, ich war der erste Woche, wo ich erstmal kapiert habe, wo ich gelandet bin, weil im Herzen bin ich ja ein Entrepreneur und denke auch kommerziell. Und die ESA tickt nicht so. Die ESA ist eine multistaatliche Organisation, die Politik schon verinnerlicht hat und nicht immer wirtschaftlich logisch Klar. denkt. Und da bin ich natürlich von Anfang an etwas angeeckt. Aber anecken macht ja auch Spaß. Und ich glaube, 2006 war das, da hat der CTO der ESA gesagt, ich soll das Technologietransfer übernehmen. Und ich sage immer, wenn ein Franzose einen Franzosen, sagen wir mal, kündigt, da war ein französischer Mitarbeiter vorgestanden und ein Bayer hinsetzt, dann hast du wirklich ein latentes Problem. Und wir haben versucht, das wirklich alles kommerziell zu machen. Und das war die Zeit, wo wir dann angefangen haben, mit Startups zu arbeiten. Da komme ich nachher dazu. Und wir haben eben das nicht selber gemacht, sondern ein Netzwerk aufgebaut. Heute würde man sagen, ein Franchise-Netzwerk der ESA Inkubationszentren. Da gibt es, glaube ich, jetzt 26 Inkubationszentren in 44 Locations. Das Netzwerk hat 1600 Startups unterstützt. Und der Erfolg ist ja immer, der Erfolg hat mehrere Väter und Mütter. Aber am Anfang, wenn man jung ist, hilft es. Mein bestes Beispiel ist Lilium. Das waren drei Jungs mit einer verrückten Idee und keiner hat denen geglaubt. Und wir haben eine Diskussion gehabt in diesem Selection Board. Das war damals in München, in Oberpfaffenhofen. Da meinte ich, wenn wir sie nicht unterstützen, wer denn dann?
Das ist mein Standardbeispiel. Und so gibt es, heute war in der Presse die Exploration Company, Helene Ubi hat einen Auftrag jetzt gekriegt Kenne von der ich. ESA. Ja. Dieselbe Diskussion war mit der Exploration Company 2021 oder 2022. Ja, schwierig. Wir müssen den Leuten und die Leute und die Teams helfen, die in die Zukunft schauen, nicht in die Vergangenheit. Und so habe ich dann auch beschlossen, wo ich vor 2,5 Jahren hier eine Rede gehalten habe. Ich bin die letzten 10 Jahre nach Saudi rein und raus geflogen und war eingeladen. Candace Johnson ist einer der Mitbegründer von SL Astra. Eine sehr, sehr gute Freundin und die ist bekannt mit His Highness Dr. Turki, der damals Chef des Nationalen Labs. Und so war ich die letzten 10 Jahre hier, habe gesprochen. Der Minister hat mich getroffen, er hat mich überzeugt, er hat gesagt, du kannst nicht nur Wasser predigen und selber Wein trinken. Ich quitt meinen Lifelong Contract bei der ESA. Ich gehe nochmal zurück zu den Spuren meines Vaters und fange an, als erster Expat die Raumfahrt hier im Königreich mit aufzubauen. Wow, ja. Und die Familie ist mitgezogen, meine Kinder sind dabei und wir haben es nicht bereut. Das ist ja ein gutes Roundup über deine bisherige Karriere. Gut, dass du da auch ein bisschen ausgeholt hast. Lass uns gern, weil du das gerade eher weniger angeschnitten hast, auch in die Zeit der ESA reingehen, die, ich glaube, 19 Jahre waren das letztendlich, ne? Korrekt. Was für Phasen gab es da für dich? Und vielleicht könntest du da auch deine Top 3 Erfahrungen, die du bei der ESA machen konntest, einfach mal nennen. Super Frage, vielen Dank. Also erstens, viele wird es so gehen, am Anfang gehst du immer nur euphorische neue Aktivitäten und dann gibt es so die Blues-Phase, die Midlife-Crisis-Phase, die Erwachungsphase, die muss man durchstehen. Ich glaube, die meisten können sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, so lange bei einer Firma zu arbeiten, Ja, speziell das die ist, Jungen. du musst ja auch deine Arbeit suchen. Und die ESA hat natürlich einen Vorteil, dass sie sehr langfristig plant. Eine Sache, die ich gelernt habe, du musst, weil es eine sehr spezielle Struktur ist, du musst dir erstmal viele Verbündete suchen, das ist die erste Lektion, die ich hatte, bevor du was vorschlägst und durchdrückst und durchbringst, weil sonst rennst du gegen die Wand. Das ist bei Großkonzernen immer so, das ist bei politischen Organisationen. Das Zweite, was ich gelernt habe, es geht nicht um die Technik oft, du hast sehr viel Politik, die musst du akzeptieren. Ich habe einen Freund gehabt, Amin Jinnat, der hat gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Leute, die sich um ihre eigene Haut kümmern und Frank, du und mich, wir glauben wenigstens, wir machen das Richtige für die Agentur. Und das muss man auch akzeptieren. Das Dritte, was man sehen muss, ist, das war das Public Procurement, also die Prozedere und die internen Regulations einer Agentur, die Regularien, wie man was beschafft, macht und machen kann. Wenn man die beherrscht, gibt es extrem viel Flexibilität. Was ich gemerkt habe, ganz wenige beherrschen die. Viele Sachen, die ich dann in der Agentur durchgekriegt habe, wo sich Leute gefragt haben, wer hat da das gemacht? Im Englischen würde ich sagen, how you buck the system legally. Ja, das ist wie im Steuerrecht. Du machst was, was legal ist. Wie schaffst du es, Sachen neu anzufangen, ohne dass du zu vielen Leuten auf die Füße trittst und ohne damit das gegen dich verwendet werden kann. Ja. Ja, weil es gibt immer, in jeder Agentur, in jeder Firma, gibt es immer wieder Leute, die mit dem Status quo sehr glücklich sind. Ja, die sagen, man muss nichts verändern, das ist diese Autopilot, Komfortzone, wie man es auch nennen will. Und es gibt immer Leute, zu denen vielleicht ich zähle, wo Stillstand immer Rückschritt ist. In der Natur, der Baum, der aufgehört hat zu wachsen, hat angefangen zu sterben. Und man will ja weiterschauen, man will vorne raus. Einer hat gesagt, laufen heißt, durch Fortbewegung zu schaffen, dass man nicht umfällt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Unternehmertum, was ich habe. Und das war manchmal extrem schwierig. Es ist extrem frustrierend gewesen. Man wird auch manchmal mit unfairen Mitteln gespielt. Und da muss man, da vielleicht in Deutschland glaubt man da noch zu sehr an das Gute und den Weihnachtsmann. Es passiert schon, dass Direktoren oder Leute
Meeting of Minutes, also Gesprächsprotokolle nehmen, im Nachhinein geändert wird, wieder abgespeichert. Also man muss schauen, dass es wird mit allen Mitteln gearbeitet. Und das ist ein bisschen schade, ja. Aber da muss man sagen, okay, Wind bläst nicht nur auf dem Meer. Ich hatte mit Walter Ballheimer letztes Jahr einen Podcast, Anfang letzten Jahres, also über ein Jahr mittlerweile schon her. Als wir unser Vorgespräch hatten, kam dann natürlich auch kurz auf mit Reflex Aerospace, sitzen ja auch in München, haben da schon einiges gemacht und die ESA ist ja auch investiert bei denen. Wenn wir jetzt die mal als Beispiel nehmen, wie war da auch das Thema Investments für die ESA bedeutend auch für die Startup-Szene in Deutschland, aber generell auch Europa, weil ich glaube oder ich weiß aus anderen Quellen, dass natürlich die ESA einen extremen Schwerpunkt auch darauf gelegt hat, die Investments zu tätigen und du da letztendlich dann auch in der Tätigkeit warst. Kannst du da vielleicht etwas zu sagen, welche Importanz das auch letztendlich hat? Sehr gerne. Also Walter ist super Entrepreneur, liebe ihn total, macht super Spaß mit ihm. Der hat mich erst besucht hier im Königreich auf einer großen Event. Also die ESA, ich bin immer noch ein großer Fan der ESA. Der Gedanke ist gigantisch gut. Manchmal hat man das Problem, dass man vielleicht ein paar Teammember hat, die diesen Spirit, den auch der Generaldirektor und andere vorantreiben, nicht immer hundertprozentig nachempfinden. Da sind wir bei diesem Status quo. Man muss sich selber immer kritisieren. Wo ist der Chief Devil Officer einer Organisation, der Sachen in Frage stellt? Die ESA investiert nicht selber, sondern die ESA macht nur Procurement. Ja, okay. Also die sind kein Shareholder. Und die Startups, wo auch das ESA BIC unterstützt hat, die kriegen dann nur ein Procurement, weil dann kann man es viel besser verbuchen auch. Sieht auch besser für Investoren aus. Es gab eine Zeit, wo das sehr kritisch gesehen wurde, die Startups, die neuen New Space Startups. Und auch einer meiner Vorgesetzten hat damals gesagt, Frank, der Grund, warum du nicht befördert wirst, ist nicht, weil du eine schlechte Arbeit machst, sondern du bindest nicht das Management ein. Also man will nicht unbedingt neue Sachen haben. Die Zukunft der Raumfahrt liegt immer in der Innovation und in, sage ich mal, den Innovationstreibern. Ob das eine SpaceX war, ob das eine ESA Aerospace ist, ob das eine ClearSpace ist, oder eine Unio, eine Reflex. Und das ist gut. Also das war vor 15 Jahren, 10 Jahren nicht der Fall. Ja, da wurde das eher als ein Startup kann nicht so gut sein wie die bestehende Raumfahrt. Aber das ist so wie ein Arzt, der einmal ein Diplom gekriegt hat oder sein Studium abgeschlossen hat, nie eine Fortbildung besucht hat und nie was anderes gelesen hat. Das ist nicht gut, der kriegt zwar mehr Know-how, aber an den neuen Technologien rennt das einfach vorbei. Und heute haben wir in Europa eine Startup-Szene, die extrem stark ist. Und die ESA und die nationalen Länder tun dieses sehr gut unterstützen. Das sah aber vor 10 Jahren nicht so aus. Auch die Venture-Capital-Szene hat das noch nicht so unterstützt. Also, das hat viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Das ist aber wichtig, weil die Rolle der Nationalen und auch der ESA ist es, wenn ich das heute in der Distanz sagen darf, die Verrückten, die Jungen, Sachen zu unterstützen, die eben die Industrie noch nicht machen kann. Und da muss man natürlich auch das Budget sehen, weil der große Teil des Budgets ist natürlich für bestehende Projekte. Eine Sache, die ich hier vorantreibe, ist, ich hätte gerne 40-50% der Budgets für SMEs und Startups. Das ist ein starkes Commitment. Ja. In der ESA gibt es das ja schon auch, aber nur in der Nummer der Verträge. Also ich würde mir wünschen, dass die ganzen europäischen Partner sagen, 40% unserer externen Aufträge, Volumen gehen an SMEs. Weil SMEs und Startups, SMEs sind auch 300.000 Leute, das ist viel gesünder. Es gibt da einen Professor, Jack Marsh, der ist leider schon gestorben, ist ein paar Jahren, der hat immer gesagt, man muss das balancieren. Neue Sachen machen, verrückte Sachen machen, also Exploration und Exploitation. Exploitation heißt schnell, leichter, besser, billiger. Und die Exploration sind die verrückten Sachen, Mond, Mars, Mount Ich glaube, Steve Blank hatte das auch mal gesagt. Ja, richtig, wir haben schon darüber gesprochen. Ja. Und als CEO ist es extrem schwierig, dieses in Balance zu halten. Ja, man geht immer den weichen Weg. Man muss sich täglich, das Management muss mich täglich fragen, wo schlafen wir ein? Ja, das ist ein guter Punkt. Und dann bist du jetzt hierher gekommen, jetzt 2022, glaube ich. Richtig, ja, im Sommer. Wie erlebst du das hier in Saudi-Arabien? Du bist mit der Familie hergekommen.
deine Kids auch, deine Frau und hast jetzt hier deine Base aufgebaut. Wie wurdest du hier empfangen als Expat? Vielleicht auch für die entspannend, die sich überlegen, hier als Expat herzukommen, als deutscher Unternehmer. Wie hast du es erlebt, aufgenommen zu werden und auch welche Freiheiten hast du hier, die du vielleicht, wenn es welche gibt, nicht hattest bei der ESA? Ich sag mal, ist immer anders. Ich habe eine sehr gute Position hier in der Regierung. Es ist durchaus hierarchisch, aber gehen wir erstmal aufs Private. Also, ich kannte die Kultur und ich ärgere mich jeden Tag, wenn ich mein Süddeutsche Zeitung und Spiegel-Abonnement aufmache, über die Unleslichkeit und schlechte Reportage mancher Journalisten. Nicht aller, es gibt super Journalisten, aber das ist aus der Ferne betrachtet meiner Ansicht falsch. Das Königreich ändert sich in einer Geschwindigkeit, wo man nicht glaubt. In der Raumfahrtagentur haben wir 35% junge Damen. Man hat ein Land, was sich öffnet. Es ist nicht die deutsche Kultur, es ist eine andere Kultur. In Saudi-Arabien, die Menschen sind extrem warmherzig, extrem eine Welcome-Kultur, die ich seinesgleichen nicht gesehen habe. Man muss natürlich auch offen dafür sein. Und man hilft sich extrem, nicht nur unter den Expats. Also am Anfang wusste ich nicht, wo komme ich unter. Dann habe ich meinen Saudi-Freund angerufen, da sagt Frank, ich kümmere mich drum. Innerhalb von 2 Stunden hatte ich jemand dran, der hat den angerufen, der den Compound Besitzer kennt, am nächsten Tag hatte ich ein Meeting und dann war die Sache gegessen. Also dieses, ich helfe dir, ohne jetzt irgendwo einen Gegenpol oder eine Gegenleistung haben zu wollen, das ist extrem gut. Es ist eine sehr offene Kultur. Es ist eine andere Kultur als unsere. Es ist ein wunderschönes Land. Es war auch keine Diskussion. Also meine Kinder haben gesagt, wir sind dabei, meine Frau ist dabei. Meine Frau liebt es auch, Auto zu fahren, obwohl Riyadh-Verkehr ist, ich sage, Nicht in so gut. Rom fahren sie echt zivilisiert dagegen. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja, also man muss halt, wenn man eine vierspurige Autobahn hat, dann biegt halt einer von rechts mal links ab. Man rechnet mit den Fehlern der anderen. Der Deutsche will sagen, nein, ich habe recht, ich darf jetzt hier reinfahren. Also wir fühlen uns alle extrem wohl. Ich glaube, ich tue meinen Kindern auch einen super Gefallen, mal was anders zu sehen. Also ich arbeite mit dem Nils Müller zusammen und der hat das ganz gut gesagt, wenn man sag mal, Deutschland und jetzt Saudi-Arabien vergleicht als Person darstellt. Und ich versuche ihn jetzt nochmal zu zitieren. Deutschland ist dann ein 85-jähriger älterer Herr, der den leichteren Zitterer hat und schon noch von den Zeiten, den guten Zeiten des Wirtschaftswunders und vom Kaiser redet, symbolisiert. Aber das ist doch irgendwie, also wenn man das jetzt so betrachtet und die Metapher mal so nimmt, dann ist es ja irgendwie auch schade, dass man diese Metapher nimmt, weil das ja irgendwie auch damit bedeutet, dass man abgeschlossen hat. Nein, das sehe ich nicht so. Also ich meine, ich versuche das, ich nicht Außer angeschlossen. man glaubt an die Wiedergeburt. Ja, ich glaube, also ich bin ja Protestant, also ich glaube schon mit der Wiedergeburt an das ewige Leben. Also ich glaube an Verjüngungskuren. Das liegt an uns. Ja, also dieses, macht extrem Spaß, mit Menschen zu arbeiten, die über das Zukunft, das Morgen, was können wir tun? Fehler gehört dazu, große Projekte. Das hatten wir schon auch mal. Und ich weiß nicht, wie wir das verloren haben. Wir verlieren uns im Klein-Klein. Und das macht so. Und in einer Neiddebatte. Was ich nicht verstehe. Deswegen gehen ja auch viele erfolgreiche Manager, Persönlichkeiten nach Amerika, sagt, da kenne ich die Debatte nicht. Obwohl ich jetzt ja nicht leben möchte. Also ich glaube schon, dass wenn du eine Aufbruchsstimmung hast, eine zukünftige Stimmung, 63% der Bevölkerung ist unter 30, da kommt auch vieles Wachstum her. Klar funktioniert nicht alles. Aber es ist so ein bisschen schon die deutsche Mentalität, der ist nicht nur gescheitert, sondern er müsste jetzt auch noch bestraft werden. Ja, also wenn bei uns einer scheitert und der tritt ab, nein, er müsste noch, also ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen positiver ist. Diese positive Einstellung, die unsere jungen Unternehmer alle haben, die wünsche ich, dass die in der ganzen Bevölkerung wäre, aber auch in der politischen Kaste. Ich glaube, da gibt es aber mittlerweile auch einen kleinen Turnaround in der Stimmung. In Deutschland, speziell in der Startup-Szene, gibt es Super. viele, viele Unternehmen, speziell auch die, die so ein bisschen aus der jüngeren Phase rauskommen und dann übernommen werden von etwas Erfahrenen. Ich kann da Volocopter beispielsweise mal zitieren oder auch mal als Beispiel nehmen, den Dirk Hocke. Finde ich, macht einen sehr erwachsenen Eindruck, die Firma, obwohl sie letztendlich seit 2012, klar,
so richtig an dem Markt ist. Profitabel wahrscheinlich noch nicht. In die Zahlen kann ich nicht gucken, aber da merkst du, dass da Firmen jetzt in Deutschland auch hochgezogen werden. Da fehlt es dann manchmal an Investments, wie man jetzt auch gehört hat mit Bayern, dass der Aiwanger da auch bei Beispiel jetzt Volocopter da nicht zugesagt hat nach Leistungen. Aber du merkst da schon eine andere Aufstimmung als jetzt vor anderen Zeiten. Was ich aber, glaube ich, sagen würde, ist, dass dieser Hunger nicht da ist. Und da hatte ich nämlich mit einem Araber jetzt auch hier vor kurzem darüber gesprochen, auch ein Unternehmer, und der hatte das gut erklärt. Der meinte, der Hunger war auch immer hier, der ist genauso in Deutschland, und im Vergleich, denen ging es immer gut hier in Saudi-Arabien. Die haben nie Geldprobleme gehabt. Deutschland ging es in den 80ern, 90ern auch sehr, sehr gut. Dann ging es so ein bisschen, und ich will die nicht irgendwie degradieren oder so, aber dann ging es so ein bisschen in die Boomer-Generation, die dann Führungsposition eingenommen haben in den Anfang der 2000ern. Und die letzten 20 Jahre gab es dann so ein bisschen so einen Stillstand. Das ist das, was ich observiere als so Anfang 20-Jähriger, wo ich mir denke, es gibt viele Unternehmen, speziell Mittelstand, auch Konzerne, Familienkonzerne in Deutschland, die sich einfach nicht mehr weiterentwickeln, weil sie geführt werden von Leuten, die aus den 80ern, 70ern kommen, die Wohlstand erlebt haben und jetzt denken, okay, jetzt ist der Wohlstand da und wir haben uns gar nicht mehr assimiliert zu den neuesten Erkenntnissen, neuesten Ständen, die es gibt. Ich weiß gar nicht, ob das mit Zeit oder Generation so ist. Ich beklappt das immer Sport, wenn du gut isst und aufhörst, Sport zu machen, dann nimmst du einfach zu. Also du musst immer dieses permanente was dazu machen. Und das ist ja immer wieder am Anfang des Talks, das muss ja Spaß machen. Ja. Rente möchte ich schon auch mal haben, aber Rente heißt nur, dass ich mir dann aussuchen kann, auf was ich arbeite. Das heißt nicht aufhören zu arbeiten. Ja, der Hunger ist da. Ich glaube, der Hunger ist bei uns auch da. Aber wenn einer erfolgreich ist, wird das vielleicht dann auch sogar negativ gesehen. Also dieses Gleichmachen. Die Unternehmer, die wir haben, sind super. Meiner Ansicht gehört die noch mehr unterstützt. Also du hast Dirk Hocke angesprochen. Dirk hat meiner Ansicht nach super Sachen bei Airbus gemacht. Er ist viel zu früh gegangen. Und dann ist Airbus zurück in die alte, in den schlechten Tennis, Swing, Golfswing, wie man das nennt, in die alten Pattern zurückgefallen, leider. Mhm. Und diese Kombination macht das auch. Also der größte Spaß, den ich habe, ist mit jungen Entrepreneurs. Und bevor du gekommen bist, war wieder eine ganze Truppe hier. Das finde ich extrem erfrischend, weil zusammen ist es natürlich sehr stark. Du kommst mit deiner Erfahrung, mit deinem Netzwerk, was man einfach automatisch im Alter kriegt, und aber auch mit der Motivation des jungen Entrepreneurs. Also ich glaube, das ist eine Sache im Kopf, nicht mit dem Alter. Also wenn ich im Alter mal so werden will, dann habe ich schon zu meiner Frau gesagt, dann soll ich mir den Führerschein zwicken. Okay, ja. Was ist dann für dich auch jetzt so, was sind für dich die nächsten Steps? Also du bist jetzt in einem Alter, wo du auf jeden Fall noch mehr machen kannst und auch wahrscheinlich noch immer noch hungrig bist, würde ich jetzt mal so von außen einschätzen. Ja, das ist, ich habe verschiedene Nationalitäten schon unter mir. Zurzeit habe ich nur Saudis unter mir, und die sind super motiviert, meine Kollegen, die sind extrem wissbedürftig, also ich mache extrem viel Knowledge Transfer, würde man sagen, und versuche die aufzubauen. Also ich habe immer, heute habe ich zu unserer Astronautin gesagt, was meine drei eigenen persönlichen Ziele sind. Das erste, ich möchte mich mit meiner jetzigen Position redundant machen, also obsolet. Das heißt nicht, dass ich danach nichts mehr mache, sondern ich suche einfach die nächste Herausforderung in der Organisation woanders. Das zweite, ich möchte natürlich einen Rocket Launch haben, als Raumfahrer ist das ein unbedingtes Ding. Und das dritte, ich möchte auch gerne in der Region bleiben. Also ich fühle mich extrem wohl hier. Das heißt nicht, dass ich nicht zurück nach Deutschland gehe oder Europa oder sowas, aber ich kann mir gut beides vorstellen. Also ich meine, Sommer ist bei uns ist super schön, die Hörer werden jetzt lachen. Ich freue mich, wenn es regnet und wenn es Nebel hat, weil das geht hier einem ab. Wahrscheinlich, wenn man im November oder im März, April in Deutschland sitzt, würde er sagen, das kann er gerne haben. Du vermisst immer das, was man gerade nicht hat. Also, aber das wird hier weiter wachsen, und diese positive Energie steckt einen selber auch an. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede in der Arbeitsmentalität hier als in Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, wo du gekommen bist, haben wir es schon angesprochen gehabt. Also früher in meinem alten Job habe ich 2-3 Quartale teilweise vorausgeplant. Das legst du hier ab. Ich tue mir immer noch
ein bisschen schwer. Es ist viel mehr im Fluss. Ja, das ist aber nicht nur im Königreich hier so, sondern, glaube ich, in der ganzen Region. Es ist viel, viel persönlicher. Es erinnert mich mehr so ans Allgäu, wo ich groß gewachsen bin. Diese persönliche Beziehung, diese Vertrauensbasis ist extrem wichtig. Es gibt andere Kulturen, die da genauso sind. Das sollte man durchaus haben. Ich treffe mich wahrscheinlich mehr mit meinen Saudi-Freunden als mit Expats. Es gibt viele Community, die bleiben unter sich. Das ist nicht gesund, weil auf dem kleinen Dienstweg, wie es so schön bei uns heißt, kann man extrem viel Sachen organisieren. Auch im Government. Und jeder hilft jedem. Also es geht wieder zurück, wo ich gesagt habe, wie weit bist du offen, dich auf die Kultur einzulassen? Und das ist, glaube ich, nicht nur in Saudi-Arabien, ist überall so. Wenn du das tust, wirst du hier mit einer Warmherzigkeit empfangen und auch mit Hilfe. Und das eine oder andere wird dir auch verziehen. Also quasi Tit for Tat ist hier ein Sprichwort, was hier wahrscheinlich groß gelebt wird. Ich habe auch gemerkt, klar, diese Kultur, das ist etwas, wenn du das lebst, wenn du es annimmst, dann wirst du auch von denen akzeptiert. Ist hier das Thema Sprache auch extrem wichtig? Also lernst du Arabisch? Ja, ich wollte es eigentlich immer. Ich habe schon gejoked, vielleicht brauche ich eine arabische Freundin, fand meine Frau nicht so gut, also haben wir das wieder verworfen. Ich spreche ein paar Brocken. Ich würde gerne mehr sprechen. Ich finde es eine sehr schöne Sprache. Es ist sehr vielfältig, Wörter haben auch viele Bedeutungen. Ich nehme mal so ein Beispiel auch, man beredet sich immer beim Vornamen an. Und gerade bei den Männern, Abu heißt Vater und dann weiß man entweder die erste Tochter, die geboren ist, oder der erste Sohn, dann ist es dann Abu Yusuf, Abu Sarah. Das macht für einen schwierig. Also ich rede meine Leute teilweise mit diesem Vornamen des Kindes an. Das macht schon sehr familiär. Wenn du jemanden verlierst in der Familie, hat die Firma Teil. Man teilt sich das. Das war vielleicht früher mal 100 Jahren bei uns auch so, aber das haben wir irgendwie verloren. Also das macht die Sache sehr persönlich. Sprache würde super helfen, hätte ich mal als Kind machen sollen. Meine Jungs, die sprechen ein paar Brocken, haben es zwar auch schreiben und lesen gelernt, aber die Freunde, die arabischen Freunde sind halt, reden halt alle auf der amerikanischen Schule Englisch und dann weiß Klar, ich nicht, ob das was kommt. anderes. Frank, in dieser kurzen Zeit vielen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, die Leute, die Audience hier, was natürlich auch zum Teil viele Unternehmer sind, konnten hier ein bisschen was mitnehmen zu, wie es hier in Saudi-Arabien auch aussieht als Expat. Vielen Dank dir und ich bin sehr gespannt, wie es für dich auch weitergeht hier. Ich verfolge das auf jeden Fall auf LinkedIn. Wenn man Kontakt zu dir aufnehmen will, Fragen hat, wie kann man sich am besten LinkedIn ist melden? ganz Beste. Also wenn LinkedIn pleite geht, dann habe ich ein Problem. Ich glaube, wir alle haben dann ein Problem. Ich glaube, da gibt es auch nochmal, sollte es mal eine Competition geben zu LinkedIn. Ich glaube, da gibt es extrem viel Platz zu Wachstum und Potenzial, da etwas besser zu machen als LinkedIn. Oh yes. Und generell an die Zuhörer auf der anderen Seite, dann am besten vorbeikommen, selber anschauen. Es ist ein wunderschönes Land, so groß und jetzt kommen, nicht in 10 Jahren. Das ist mein Advice an alle. Also nicht wie die UAE jetzt 2024 nach Dubai kommen, sondern lieber 2013 Dubai erleben. Das ist genauso wie jetzt hier in Riad, würde ich jetzt erstmal sagen. Genau, ansonsten lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.